Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Metin 2.de EU Tiger Ghost. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, ich habe den Weltenboss angegriffen. Der ist einfach neben mir gespawnt. Ich habe gerade den 30er Bio-Seli gefarmt und ja, habe mir gedacht, okay, nimmst du das Event mit? Ich wollte auf jeden Fall eine Aufnahme davon haben, weil ich habe schon ein paar gesehen und was da abgeht, insane. Ihr seht gerade den Sekundentakt, kommen immer mehr Leute an. Und ja, also später seht ihr dann auch Drops und so weiter und was man dann halt auch später machen kann mit den Drops. Und ihr seht, es ist insane, was da abgeht. Super viele Leute, super, super starke Mobs, die da auch rauskommen. Da waren Baumfrösche bei, die haben mir 2000 Schlagschaden gemacht. Ich meine, gut, also Waffensucher, ne? Sei mal so dazu gesagt. Gut, wir haben jetzt sehr wenig Elementar-Dev momentan auf den Server. Das heißt noch nicht so das nötige Equipment und so. Aber 2000 Damage ist schon eine Ansage für einen Mob, was da so, keine Ahnung, 100 Stück rauskommen, ne? Später sind immer mehr Leute gegangen. Ich denke, die wollten einfach so den Mindestdamage haben, um dann später auch die Belohnung dafür zu bekommen. Aber je höher du im Ranking bist, umso bessere Belohnung bekommst du. Werde ich gleich auch noch ein bisschen was zu sagen. So, ich habe mich dann nachher so ein bisschen an die Gelben gefügt, denn die hatten da so eine Taktik, die ich noch nicht ganz durchblickt hatte. Aber letztendlich haben wir den besiegt bekommen. Und ja, ich würde sagen, die Drops schauen wir uns ja auf jeden Fall nochmal an. Gelb war leicht im Vorteil, aber jetzt kommt der kleine Live-Part. Let's go. So Leute, kurze OBS-Aufnahme und ihr habt gerade gesehen, wir haben den Weltenboss besiegt. Und ja, ich habe Folgendes bekommen. Ich habe hier so eine geheimnisvolle Truhe bekommen. Die habe ich aufgemacht, da kamen irgendwie Wüstenbanditen raus oder so. War auf jeden Fall GG. Da habe ich was anderes erwartet, muss ich so mal sagen. Dann habe ich noch Schmucksteine bekommen. Ja, kann man machen, muss man nicht, ne? Also, ja, muss man nicht. So, aber ich habe auch Tigermünzen bekommen, das ist natürlich sehr interessant. Ich habe 20 bekommen, ich war, glaube ich, Moment, schauen wir mal, Rangliste. Ich war Platz 19, genau, und damit war Stufe 2 vom Drop. Stufe 1 hätte, glaube ich, sogar 50 Münzen bekommen. Aber ihr seht, Gelb hat leicht dominiert und da bist du dann als einzelner Roter, beziehungsweise Raccoon war auch noch da. Das ist da ein bisschen schwieriger, ne? Also Top 20 sind nur 3 außerhalb von Gelben. Das ist auf jeden Fall GG und eine Herausforderung, aber das werden wir noch irgendwie hinbekommen, das sage ich euch, Leute. Wir schauen einfach mal kurz, was hätten wir denn bekommen können beim Tigermünzen-Shop. So, Schmuckschatulle 150. Ist natürlich sehr interessant, falls man mal keinen Ring hat oder sonst irgendwas, mal so ein Nazar-Amulett daraus ziehen. Eher unwahrscheinlich, eher Trank der Weisheit. Aber die Möglichkeit wäre ja schon mal interessant. 150 Münzen, da müsste ich noch ein paar Mal machen, aber wäre auf jeden Fall machbar. Inventarerweiterung 30, ist eher fragwürdig, ob ich die kaufen würde. Hier, DGA und DGV. Jeweils 10 Münzen, das heißt, davon könnte ich schon mal 2 kaufen. Ich glaube, da gibt es aber eine Begrenzung. Ja, genau, die kann man maximal 10 Mal kaufen. Ist aber, denke ich mal, ganz okay. Es geht weiter mit einem nachkommentierten Part und ihr seht, ich mache mich langsam Grotte ready. Die Kupfi habe ich plus 8 gehabt, sollte erstmal reichen. Dann Holzschuhe auf dem Markt plus 9 für 22 KK. Die kann man auf jeden Fall mal mitnehmen, haben wir uns so gedacht. Und ja, abonnieren und so werden wir dann in den Livestream machen. Wann, weiß ich noch nicht. Aber spätestens werdet ihr es dann auch im nächsten Video sehen. So, ja, ich habe ein bisschen HTA geswitcht. Ich hatte so die Hoffnung, dass da einfach 15 Blitz drauf kommen, ein bisschen TP. Ist was anderes drauf gekommen und zwar ein bisschen TP und 10 dB. Leider keine 15 Feuer, nur 6 Feuer. Dann wäre das, glaube ich, sehr unbezahlbar gewesen. Aber so ist es auch ein ziemlich gutes Damage-Armband. Und von daher will ich es, glaube ich, nicht wegswitchen. Ich weiß es aber noch nicht. Könnt ihr eure Meinung gerne in die Kommentare schreiben. Ja, nichtsdestotrotz, ein paar Events sind immer auf dem Server. Und das macht auf jeden Fall Spaß, da auch zu farmen. Weil auch gut da immer was los ist. Falls ihr nicht wisst, was auf Tiger Ghost immer für Events sind, da könnt ihr auf den Eventkalender für Anima gucken. Das ist eigentlich identisch da. Also da kleiner Tipp an euch. Einfach Eventkalender Anima und dann wisst ihr auch, was auf Tiger Ghost abgeht. Genau, da seht ihr gerade super Metins. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung, sag ich mal. Da habe ich ein bisschen drum gekloppt. Ich glaube, im Endeffekt hätte ich die einzeln gehauen, wäre schneller gewesen. Weil halt immer die Spawns rauskamen und die haben ja doch gut auf die Nuss gegeben.
Aber was willst du machen? Die Drops waren dann auf jeden Fall okay. Leider nicht wirklich gute FBs gedroppt, aber die Waffen konntest du gut bei der Gemi verkaufen, um ein bisschen Young zu machen. Und ich würde sagen, wir machen einen kurzen Cut. Let's go. So Leute, kurzer Sprung auf Teutonia, denn ihr wolltet Queenie sehen und ich habe mir gedacht, okay, du musst denen auf jeden Fall mal zeigen, was ist so der Standard, was, also worauf bauen wir überhaupt auf, und im Hintergrund seht ihr, war so Pilami Repetition, sieht jetzt gerade fancier aus, als es eigentlich ist, denn wenn man mal genauer hinguckt, kein Schulterband, nix, und wenn ich dann das Equipment oder das Inventar aufmache, dann seht ihr das Equipment, und ich sag mal so, 2001 hat angerufen und will sein Equipment zurück. Das ist alles Equipment, was nicht up-to-date ist, so. Und ja, da müssen wir gucken, was machen wir damit, ne? Das ist teilweise PvP-Equipment, was nicht mal wirklich genutzt wird. So, ich habe auf jeden Fall eine Waffe, eine Zodiac-Glocke mit 40 DSS. Darauf können wir aufbauen. Das heißt, die werde ich gucken, dass ich die plus 8 mache, um dann später mit magischen Steinen die plus 9 zu machen. Aber ich habe davor auch noch eine andere Waffe. Und zwar eine Jungheldenwaffe, die 70er, das ist auf jeden Fall GG. Also eine kleine OP-Waffe für 15 Tage können wir nutzen, aber da muss ich ja auch wissen, okay, was kann ich damit überhaupt farmen? Das ist so die Frage, ich bin auch an überlegen, sollst du das Equipment von Vasopilami verkaufen, um dann Queenie aufzubauen? Oder bauen wir erstmal Vasopilami auf, um dann später Queenie aufzubauen? Das ist so die Frage, wenn ihr da Ideen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare rein. Was natürlich ein Traum wäre, wirklich ein kompletter Traum, wenn Copy in die Richtung von Teutonia geschickt wird, nach der Serverfusion. Ey, dann hätte ich Equipment, dann könnte ich mit Queenie Sachen machen, das wäre unglaublich. So Leute, der letzte nachkommentierte Part und ich habe noch ein bisschen weiter im Roten Wald gefarmt. Handschuhe für den Sucher und EXP-Ringe für den Schamanen, denn er muss noch Level 75 erreichen, damit er auch mit in die Grotte kann. Genau, Klinge ist auf G und jetzt heißt es noch Furcht auf G zu machen. Dazu werde ich aber keine Konzis benutzen, sondern normale Exos und so. Die Konzis, die ich noch habe, werde ich natürlich auch für G benutzen, aber ich werde mir keine neuen mehr irgendwie besorgen oder so, ne? Das auf jeden Fall. So, ich habe gar nicht mehr so viel zu erzählen. Ist euch aufgefallen, dass es gestern in Deutschland ziemlich warm war? Ich denke schon. Ich habe mir Gott sei Dank so ein Klimagerät gekauft, weil mir so ein bisschen kalte Luft entgegenpustet, noch so mit so einem Wasserding, keine Ahnung, was dann nochmal extra Kälte macht oder so. Ist auf jeden Fall sehr angenehm gewesen und ich habe so einen kleinen Lifehack in meiner Wohnung entdeckt. Ich habe insgesamt zwei Räume und der hintere Raum ist sehr viel kälter als der vordere. Und wenn einfach die Sonne auf meine Wohnung scheint, dann mache ich das Fenster zu und mach die Tür zwischen den beiden Räumen auf, sodass die kalte Luft in meine Wohnung kommt. Ist das nicht ein Five-Head-Move? Also, what the fuck? Das hätte ich von mir nicht gedacht. Genau, Pet habt ihr gerade gesehen. 3 Skills, leider ziemlich schlechte Werte. Aber 3 Skills, das ist das Wichtige. Kurzer Cut. So, Leute. Eigentlich mache ich das ja nicht. Aber ich habe mir gedacht, nimmst du mal die PQ live auf, denn du bist gerade zum 7. Mal dran. Ihr wisst ja, ihr kennt die PQs. Ihr wisst, welche ist denn am beschissensten? Ja, genau, Wüstenbanditen. Und ratet mal, welche Quest sich ausgesucht hat. Hey, da braucht der Fossi jetzt mindestens mal 7-mal. Richtig. Wüstenbanditen. Und jetzt gehen wir einfach mal ab. Komm. Bitte. Komm schon, Jung. Bitte. Ja! Emotionen. 7-mal musste ich das machen. 7! Nicht 5-mal, nicht 6-mal, 7! WTF! So, nochmal ein kurzer Sprung auf Teutonia und ich habe eine gute Sache entdeckt und zwar mein alter Razzador, Tetrahydrocannabinol, hat leider nur eine Fähigkeit, Monsterjäger gab es halt damals noch nicht, aber 12 Bersi ist auf jeden Fall eine Basis, da kann man sehr gut drauf aufbauen und ja, ich würde sagen, ich zeige euch jetzt einfach mal kurz das Equipment, bitte pausieren, wenn ihr es genau sehen wollt. Das schaut sehr nach Razzador aus, aber Razzador ist heutzutage nicht mehr so die gute Young-Quelle, ne? Das heißt, da muss man gucken, was macht man damit. Wie gesagt, die Option besteht, das ganze Equipment verkaufen, um dann Queenie aufzubauen. Aber davor will ich auf jeden Fall abwarten. Kommt Copy in die Nähe von diesem Server oder nicht? Oder gibt es danach ein Weltenbummler-Ticket oder nicht? Blablabla. Wie gesagt, ich muss da auf jeden Fall mal gucken. Wenn ihr da Ideen habt, schreibt sie mir sehr gerne in die Kommentare rein. Und ich würde mich darüber sehr, sehr freuen, ne?
So Leute, das soll es jetzt aber auch für dieses Video gewesen sein. Die Pferdequests habe ich natürlich noch zu Ende gemacht und dann später auch den Militär-Gaul abgeholt. Werdet ihr alles noch sehen? Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Alle Social Media Links findet ihr in der Videobeschreibung, genauso wie mein Reflink zu Metin 2 und mein Amazon Gaming Equipment. Wenn ihr Codes für Tiger Ghost wollt, dann findet ihr auch in der Videobeschreibung alles dazu. Ich bin raus, bis denne, Grüße, Fossi.